Leute, was geht ab? Euer Tuns ist wieder mal Back am Start. Und heute mit einer neuen Folge in Advanced Warfare. Wir präsentieren euch private Lobby-Spiel. Wir machen ein ganz gewöhnliches 101. Der Assassin ist auch mit am Start. Er ist auch YouTuber, aber dummerweise, ich weiß nicht. Okay, geht's weiter. Okay, dummerweise weiß ich einfach nicht, wie man das einstellt, dass man ihn auch hat. Ich habe alles eingestellt, dass die Partyübertragung auch erlaubt ist, Videoclip und alles drum und dran. Und er hat halt auch einstellen müssen, dass seine Stimme zugelassen werden darf. Und ich habe es schon vorhin ausprobiert und leider weiß ich einfach nicht, was ich sonst machen soll. Oder was, besser gesagt, was ich sonst einstellen soll. Aber naja, ihr hört ja mich zum Glück. Das ist schon mal was Gutes. Also fangen wir einfach an, Micha, okay? Warst du gerade im... Schnau. Und wir waren gerade am Glitch. Ey, wir wollten gerade einen Glitch machen, genau das wollte ich schon vorhin sagen. Oh, er fistet mich, Digga. Ihm ist es scheißegal, er fistet mich eiskalt. Ich dachte, wir snipern. Oh, wie ich weggeflogen bin. Nein, Spaß, nicht schlimm. Kannst du mich kurz nochmal fisten oder einfach umbringen? Ich will diese Waffe hier loswerden, die. Wo steht das? Die NA-45. Die ist voll scheiße irgendwie. Und das aus diesem Grund, weil sie so krass oft Hitmarker gibt. Die ist auch nicht so viel besser, aber egal. Ja, die gibt genauso viel Hitmarker, Alter, lol. Ja, wie ihr seht, wenn ich schieße, kommen halt so gelbe Dinger raus, so gelbe Flüssigkeiten. Und ja, das nennt sich Paintball-Effekt. Ich glaube, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wegen dem Paintball-Effekt. Ist auf jeden Fall eine richtig lustige Sache. Keine Ahnung, einfach so Paintball, also einfach so Farbe beim Schießen kommt raus. Guckt euch das an, Leute, wie das aussieht. Wie das aussieht. Wäre cool, wenn man auch andere Farben machen kann, aber überhaupt, dass sie es überhaupt reingemacht haben, fände ich schon nice genug. Und wenn das bei Black Ops 3 auch kommen, wäre auch richtig nice. Und ja, meine lieben Freunde, ich werde mir Black Ops 3 kaufen, wahrscheinlich für die, also mit sehr, 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 sehr großer Wahrscheinlichkeit für die PS4, nicht für PS3. Ich habe sogar gehört, dass es anscheinend nicht für PS3 rauskommen wird. Was ich aber nicht hoffe, weil es natürlich auch PS3-Spieler gibt. Also PS3-Leute gibt, die spielen dreckiger Hardscoper. Weil es natürlich halt Leute gibt, die PS3 spielen. Und das wäre halt richtig schade für die. Dann zwingen die dich fast, dass du PS4 kaufst. Obwohl du halt keine hast und unbedingt trotzdem Black Ops 3 spielen möchtest. Aber hoffen wir, dass es gut rauskommt. Was ist das, Mann? Da war doch gerade und hat so geblinkt. Hast du es auch gerade gesehen? Naja, also ich hoffe, dass für PS3 auch natürlich Black Ops 3 kommt. Also Black Ops 3 für PS3 kommt, sagen wir es so. Und damit die Leute, die halt PS3 haben, nicht extra PS4 kaufen müssen. Aber ich werde mir auf jeden Fall für PS4 Black Ops 3 holen. Das wird hoffentlich ein richtig Spaß werden, weil mir gefiel Black Ops 2 extrem schon. Ich spiele das bis heute noch und das spiele schon, keine Ahnung, zwei Jahre oder so jetzt schon draußen. Und ich spiele das Spiel bis heute noch. Aus diesem Grund freue ich mich schon richtig krass auf Black Ops 3. Und ich hoffe... Ja, Mann, tu das. Tu das. Tu das, Alter. Das wird sicher gut. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Ich kam hier... Ja! Barsha! Für den Fall, dass ihr meinen Freund nicht hört, ich antworte ihm natürlich halt, wenn er mich halt was fragt, ist ganz klar. Er hat mich gefragt, also er hat mir erzählt, dass er sich auch Black Ops 3 holt. Ist echt schade, wenn ihr nicht hört, weil, keine Ahnung, ist dann einfach komisch im Video. Aber würde mich freuen, wenn ihr mich trotzdem abonnieren, liken würdet, auch wenn ihr nicht hört. Er will mich wieder... Junge, was verreckst du? Einfach nicht, Alter, böse. Ja, tut mir leid, das habe ich jetzt leider vergessen. Ihr könnt den mein Kumpel hier unter Assassin Let's Play finden. Oder du heißt ja Assassin Let's Play. Ah, Let's Player Assassin, tut mir leid. Wäre richtig cool, wenn ihr ihn auch abonniert. Es könnte sein, dass ihr unter meinem Kanal auch welche Videos von ihm findet. Ist ein guter Freund von ihm, ist auf jeden Fall ein korrekter Kerl. Also ist auf jeden Fall bei seinen Videos was dabei zum Zugucken. Ich glaube Battlefield Hardline hauptsächlich. Und GTA Online und andere tolle Sachen wahrscheinlich. Also einfach Let's Play Assassin und mich natürlich auch abonnieren, das wäre richtig cool von euch. Ey, hör auf so schlucken, Alter.
richtig unfair, Mann. Ich triff dich und du stirbst einfach nicht. Ja. Also meine lieben Freunde. Najm Jibuli, hinher. Najm Jibuli, mein Fadlik, bring es mehr, hinher. Bitte, Player. Ja, ich habe gerade Arabisch gesprochen, weil meine Cousine gerade Essen mit dem fertig ist. Essen mit dem Essen fertig ist. Und naja, nur für den Fall, dass es jemand wissen wollte, Deutschfehler läuft. Mein Deutsch ist vielleicht nicht perfekt oder so, also nicht perfekt, also bitte nicht wundern, ich bin nicht Deutsche oder ich wohne auch nicht mal in Deutschland. Vielleicht merkt man das nicht so unbedingt an meiner Stimme, aber ich bin Schweizer, also ich bin Tunesier von Nationalität, aber ich wohne in der Schweiz und rede jeden Tag eigentlich Schweizerdeutsch und nicht wirklich so viel Hochdeutsch. Also bitte tut mir leid wegen Deutschfehler. Oder findest du, Assassin, ich klinge wie ein so ganz normaler, gewöhnlicher Deutscher? Dankeschön. Das ist das Schönste. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich versucht, einen Trickshot zu machen und ich liebe Trickshotten. Das ist einfach das Geilste, was es gibt. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Es ist einfach jemanden töten mit richtigem Stil, Alter. Oh, er drückt mir Noscope sogar. Läuft bei dir. Es ist einfach töten mit Stil, Mann. Bester Spruch, töten mit Stil, oder nicht, Leute? Ich finde das so nice irgendwie. Vielleicht gibt es auch unter euch Trickshot-Fans und wenn es sogar welche gibt, dann gebt doch gerne dem Video einen Daumen hoch. Hallo. Ey, hat mir eine einfach Donjik, war gelaufen. Und nicht gerade die Hände. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay. Ja, ich habe wieder Arabisch gesprochen, tut mir leid. Oder tut mir eigentlich nicht leid für die Leute, die halt Arabisch können. Das wäre doch cool. Was hast du gesagt? Er erledigt mich mit meiner eigenen Waffe. So. Und dann noch Hardscope, Mann. Ja, ist nicht schlimm, Alter. Du bist ja noch in der Anfangsphase oder so, denke ich, von COD aus diesem Grund scheiß drauf. Du hast Hardscopes und tötest mich nur mit Hardscopes oder wie? Oder hast du jetzt Quickscope gemacht? Ja, was für ein Quickscope, genau. Ja. Ist er mit reingekommen? Ach so, dachte gerade her. Ja, meine Freunde, das war's dann schon. Ja, was bringt dir das jetzt, Alter, wenn du mich markierst oder was wolltest du machen? Ich hab dich einfach geschlagen. Digga, das bringt dir doch nichts, du Vogel. Weil du mich nur markieren tust, damit du mich sehen kannst auf der Karte. Aber du, da du der Einzige bist, wie willst du mich dann sehen? Also nicht auf der Karte. Du kannst mich dann durch Wände sehen, weißt du? Wenn du mich einmal markiert hättest und dann beendet hättest, dann hätte es vielleicht etwas gebracht. Aber du siehst mich ja sowieso die ganze Zeit auf der Karte. Kannst du mich kurz nicht töten oder so? Oder wenn du willst, kannst du mich die ganze Zeit töten.